Und meine Getränke wiegen auch nichts, damit ihr das wisst. Ich habe da so einen coolen Mod installiert, dass sie nichts wiegen. Aber ich kann mich noch an diese Zeiten erinnern, an denen ich einfach sowas von überladen war, weil ich viel zu viele Tränke dabei hatte. Und Level Up. Stufe 28. Ja, okay, die Nirnwurz werde ich behalten erstmal. Und dann sollte mir noch mal einer sagen, wenn ich das Zeug dann noch verkaufe, dann sollte mir keiner mehr sagen, dass ich irgendwie mir Geld cheate oder sonst was. Nur weil ich gern Tränke braue und die sowas von scheiße viel wert sind. Ich bin nun mal gern wie so eine Kräuter-Omi, die einfach mal durch den Wald läuft und lauter Scheiße sammelt. Moment mal. Hab ich Vampirstaub? Ja, okay. Vampirstaub habe ich schon mal probiert. Oh, mein Todesschwingen-Hintergrundbild ist wieder da. Es meldet sich. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Weil genau weil die das gesagt hat, bin ich gegangen. Und Pelitos gemischt waren. Seht euch nur drin. Ja, ja, ja. Ihr denkt euch jetzt, warum hast du keine Magiker genommen? Ich hab's einfach nicht genommen, weil ich keinen Bock hab. Kein Bock hat das, keine Ausrede, Mann. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und alle werft einen Blick darauf. Und ja, ich gehe das gerade die ganze Zeit durch, einfach zu gucken, ob ich nichts übersehen habe. Bitte kommt wieder. Ha, zu dir gehe ich nicht nochmal hin. Nee, 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 nope. Nope, 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 nein. Sagt, was benötigt. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Ich will nur gucken, ob du ein Dedra-Herz zu verkaufen. Nein. Und dann will ich all dein Geld haben. Dauerhafter Magieschaden. Gesundheit. Oh, scheiße, jetzt habe ich das verkauft. Egal. Das ist der beste Trank. Gesundheit regeneriert sich 300 Sekunden lang 28% schneller. Entzieht dem Ziel 17 Punkte Magier. Mondzucker. Hat die noch irgendwas, was ich noch nicht so hab? Außerdem. Also, oh. Falken. Klaue Magika wiederherstellen. Okay. Wenn ihr ein Heil. Zugutaten. So. Wenn ihr braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Gehen wir nach Ustengrab.
Moment. Nein, 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 nein. Hab ich das? Wer bin ich denn? Bring das Horn in deinen Besitz. Okay. Machen wir mal die Hauptmission ein bisschen weiter. Gibt hier ja sonst nichts zu sehen. Eine eisige Kälte geht von diesem Ort aus. Kein guter Ort, um schlafen zu gehen. Seid ihr euch ganz sicher, dass ihr da rein wollt? Ja. Das bin ich mir ganz sicher. Eine eisige Kälte geht dein Körper oder was auch immer. Mann, du machst mir Gänsehaut. Ich bin auf anders vorbereitet, Mann. Ich rede schon so behindert wie so ein Ägypter. Was? Wie ein Amerikaner. Und ihr belebt jetzt erstmal wieder die Toten wieder. Das ist ganz schön. Hier drüben. Komm, gehen wir mit dem Bogen in den Nahkampf. Komm. Ich schlag dich kaputt mit deinem Bogen, Mann. Du lebst noch. Du lebst wieder. Headshot, Mann. Hahaha. Warum hat er einen Mesa-Knopf? Alles ist gut, Leute. Alles ist gut. Ah, das sind alles Kerle, gut. Es gibt Menschen und es gibt Frauen. Ich will nicht frauenfeindlich klingen, aber ist mir gerade wieder durch den Kopf gegangen. Wobei, was ich ja so, mir so einfällt, ich habe ja am Montag, ich glaube, diese Folge könnte vielleicht sogar am Montag kommen. Und zwar, ich habe am Montag eine Verabredung mit einem Mädchen. Ja. So etwas habe ich auch. Und zwar zum Joggen. Ich habe das Angebot bekommen, joggen zu gehen. Und ich habe dieses Angebot angenommen. Cool, oder? Gehen wir mal wieder mit dem Bogen in den Nahkampf. Das erste, was ich mache, ich schieße ihn da hinten ab. Diese schwulen Feuerzauberer, die mich angreifen. Das ist zu... Ja, ihr seid zu scheiße für den Doomhammer. Will ich dir nur mal so sagen. Hör auf, in den Nahkampf zu gehen. Jetzt hör auf, die zu verteidigen, Mann. Du greifst die gerade an. Schwarzdornmeat. Was soll jetzt das? Ich will wissen, was es ist.
Cool. Cool. Schön. Wenigstens kann ich etwas looten, Mann. Wow. Verkauft ihr so schönes Zeug? Was verkauft? Ich komme jetzt auf Verkaufen. Wieso habe ich jetzt denn... Geheimnis von Prinzessin Talara, Band 2. Band 2. Genova's Swipe. Was zur Hölle ist das? Da haben bestimmt die Totenbeschwörer irgendwas mitgenommen. Was zur Hölle? Warum sind da Pfeile? Warum nehme ich die mit? Ich habe wesentlich bessere Pfeile. Alter. Gerade immer, wenn ich so behindert rumtue. Genau das passiert, wenn ich so rumtue. One hit. Warum töte ich die nicht mit meiner Seelenaxt, Mann? Warum? Warum bin ich so behindert? Der Doomhammer kommt gar nicht zum Einsatz, würde ich sagen, also. Aber jetzt. Komm, spüre die Macht des Doomhammer. Genau. Stich in ihn hinein mit dem Doomhammer. Der Doomhammer ist kein Schwertmann. Er ist ein Hammer. Gehen wir erneut zurück. Gucken, was in dem anderen Gang war. Ja, ich dachte, ich sehe jetzt schon den Moment, in dem ich einfach mal so einen verdammten Krug aufnehme. Cool, okay. Und wo zur Hölle bin ich? Nehm doch erstmal die Waffen runter. Ach, da hinten geht das auf. Ah. Ich glaube, ich habe schon diesen Abkürzungsgang gefunden. Romantische Geschichte, ey. Du bist voll romantisch. Oh, das wurde mir, wobei, das wurde mir heute auch gesagt. Dann habe ich... Denn ich wurde erst gefragt, wie ich meine Ex-Freundin kennengelernt habe. Ja, Ex-Freundin. Ihr habt es genau richtig gehört, dass ich mit der Schluss gemacht habe und so. Aus meinem Munde und so. Und... Ja. Und dann so, ja, voll die romantische Geschichte, ey. Zwar nicht so gesagt und auch nicht mit der Stimme, sondern einfach nur geschrieben. Aber die Person hat sich gefreut. Für mich, für sich und in den Ast hinein. Die
Folge geht schon 50 Minuten, okay. Machen wir nochmal ein bisschen mehr draus. 120 oder so. Da steht voll die Zeit dran, Mann. Cool. Ich bin stolz auf mich. Cow. Cow. I'm a cow. Und I'm a moo. I'm sounding moo. Kann das auch einfach sagen, was es für ein scheiß Seelenstein füllt? Das wäre auch ganz toll. Hey, Varoufakis! Ah, Headshot! Hey, Jod! Mann. Komm her, Mistvieh. Schon wieder. Ich dachte, der kommt da so hoch und dann so nein, so platsch. Ins Gesicht. Boots. Voll ins Gesicht, Mann. Und nein, ich kann diese Boots von Hand of Blood nicht so, aber... Ich guck ja Hand of Blood an sich auch gar nicht mal so... Ja gut, der war in die Schulter, aber das sah von da oben aus wie ins Gesicht. Genauso wie ich mal einen Ball in einen Ring werfen sollte. Ich habe genau vor den Ring geworfen und es sah von mir aus so aus, als wäre er in diesen Ring geflogen. Aber nicht mein Fehler. Mein Lehrer hatte einen Knick in der Optik, ja. Zumindest würde ich so sagen. Wow. 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 Wow, Mann. Wow. Wow. Alter. Alter. Krass. Krass. Oh. Klar. Genau. Erstmal eine kleine Perle wegnaschen. Ich nasche das weg. Machen wir ein Käsefondue. Ein Kuchen muss auch noch mit rein. Das macht das Ganze etwas würziger. Gibt alles dem allen diesen metallischen Nachgeschmack. Da ist der Käse. Genau. Etwas Metall noch, damit es gesünder ist. So. Denn Eisen in der Nahrung. Ja, Eisen in der Nahrung. Da... habe ich mal so einen Apfelsaft getrunken, da stand immer Eisen in der Nahrung drauf. Den hat der Wallner auch mal getrunken. Dann hat er angefangen, immer Eisen in der Nahrung so... bei jedem Scheiß immer sowas zu sagen. Ich mag... bei aller Güte mag ich den Wallner richtig. Aber solche Momente... sind einfach für mich... die besten in meinem Leben. Also ich glaube mal, wenn ich mir das betrachte, aus dem Auge des Betrachters heraus,
sieht das alles schon gut durchaus. Vor allem der Kessel. Der ist ziemlich schön angeheizt, also. Die Grillteile auch. Der muss da auch noch rein, ja. Oh. Komm. Komm. Mit dem Käse von Dü muss auch Brot. Starkoch, Asgar. Starkoch, Mr. Asgar 70. Ja, ich krieg den Kochpreis, Mann. Ich bin so stolz auf mich und auf euch, weil ihr mich nominiert habt. Yo. Die Umgebung rüsten. Es brennt noch ein bisschen, aber es ist essbar. Hat noch diesen brennenden Nachgeschmack. Oder diesen Nachgeschmack von Verbrannten. Wer weiß das schon? Egal, was da drin war, ich hab's einfach mitgenommen. Ja, ich mach ihn jetzt nach, tut mir leid. Der erschöpfte Ork. Der erschöpfte Thrall. Du bist voll mein Sklave, Mann, du heißt Thrall. Der Witz war so scheiße wie alle Witze, die ich mache. Ah, geh weg! Nein! Ich will deine Seele haben! Doch die Seele will ich nicht. Gib mir deine Augen. Gib mir dein Licht. Gib mir deine Tränen. Die Seele will ich nicht. Ach ja, wie schön diese Lieder da sind. Wir waren atemlos. Nein, wir waren namenlos. Und ohne Lieder recht wortlos waren wir nie wieder etwas. Ja. Jetzt habe ich mich gerannt. Egal. Nochmal. Wir waren namenlos. Wir haben einen Namen recht wortlos. Die Worte kamen etwas sanglos. Sind wir immer noch dafür nicht klanglos. Man hört uns doch. Da war ein Windstoß, ging ein Sturm los, einfach beispiellos. Es wurde Zeit los. Das hat sich jetzt bestimmt richtig scheiße angehört, wie ich das gesungen habe, aber dieser Kill war alles andere als schlecht. Aber ich möchte dazu sagen, komm, Feindkampf-Battle. Aber ich muss sagen, so jetzt ohne die Hintergrundmusik von Los, kann ich es auch nicht so gut singen, also. Ja, das Lied heißt wirklich Los. Ihr könnt nachschauen bei Spotify oder sonst was, was ihr so nutzt. Ich nutze Spotify, weil ich Spotify cool finde. Es zieht zwar Internet wie Sau, darum höre ich es nie auf meinem... Darum öffne ich es nie mit meinem Handy. Aber wenn ich mal irgendwelche Lieder anhören möchte, dann ist Spotify da richtig toll. So geistlos, wie sie musizieren. Nein. So geistlos,
was sie da probieren, so geschmacklos. Wie sie musizieren, es war hoffnungslos. Sinnlos. Hilflos. Sie sind Gott. Los. Ja, ich mag das. Ich mag dieses Lied. Es ist mein Lied Nummer 2. Gleich nach Reise, Reise. Denn so Reise, Reise, Seemann, Reise. Und die Wellen weinen leise. Dahin schwinden, ätherische Gestalt. Denn die Wellen weinen leise. In ihrem Blut steckt ein Speer. Blutet leise in das Meer. Du 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 na 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 na. Blutet leise in das Meer. Ich weiß, dass ich die Stelle gerade etwas falsch gesungen habe, aber verurteilt mich nicht. Ich bin hier am Skyrim spielen. Ich kann mir auch nicht alles merken. Aber der Silbererz, das brauche ich, weil ich es brauche. Brauchen und rauchen. Rauchen tue ich nicht, aber ich will doch nicht anfangen. Außer ich verdiene mal so viel YouTube-Money, dass ich mir solche dicken Zigarren leisten kann. Dann wäre es was anderes. Okay. Nein, es wird... Oh ja, und sollten manche Leute es falsch verstehen, ich werde kein Let's Play von Skyrim machen. Ich werde vielleicht auch mal ein paar Ausschnitte zeigen noch. Ja, Ausschnitte. Von vom Spiel. Und... Ja. Das wird wohl nichts, da kann ich wieder gehen. Ja, ja, haltet eure Schnauze. Das war scheiße. Und zwar sowas von, dass ich mich schämen sollte. Es überhaupt je versucht zu haben. Willst du mich gänzlich verarschen? Okay.
Oh shit. Bei der Macht des Doomhammers. Der hilft und ich gebe die heilende Kraft der Elemente. Also wenn das Ding so weitermacht, röstet es selbst. Na, jetzt habe ich mir hoffentlich eine mächtige Seele aufgesammelt. Oh, ich habe eine Nachricht gekriegt. Ach so, das kann ich weiterleiten. Ah ja. Ich sehe auf diesem Bild so scheiße aus. Ein Glück, dass ihr es nie sehen werdet. Speichern. Ich möchte nicht alle eingehende Fotos automatisch speichern, aber Messenger. Genau. Gut. Wenn ihr, es macht euch bestimmt an, wenn ich immer so rumstehe und ihr meine Stimme hört. Es gibt bestimmt Leute, die sagen sowas. Es macht sie an, wenn ich einfach nur dastehe und sie meine Stimme hören. Das muss bei euch nicht gelten, aber vielleicht für andere. Es gibt vielleicht auch Leute, die hören meine, gucken meine Videos an sich einfach nur, die gucken eigentlich nicht das Bild an, sondern einfach nur, hören sich nur das an, was ich fasel, weil ich eh den größten Scheiß immer fasel. Drachenblut, ich muss mit euch sprechen, dringend. Miete das Dach zu meinem Gastgeschoss. Schlaf und Reise im Flusswald und ich werde euch treffen, ein Freund. Dieser Notiz ist sehr seltsam. Sehr seltsam. Und ich mache schon wieder diese komischen Gesichtsbewegungen. Und warum liegen hier komische Drauger rum? Tote Drauger meine ich. Oh Gott. Der Dieb des Horns hat meine Queste wohl nicht gestört. Und zwar, meine wahre Quest ist eigentlich nicht, dieses Horn zu suchen. Nein, einfach den ganzen Scheiß hier wegluten. Das war meine richtige Queste. Ah, genau, hier. Ich würde es eigentlich sagen, willst du mich ficken? Aber ich würde mit Nein antworten wollen.